In der Double-Face-Technik kann ich die Borte von beiden Seiten verwenden und habe nur ein gespiegeltes Muster und die gespiegelten Farben. Hallo, ich bin Ronja von Anticha Create und in diesem Video erkläre ich, wie ich in der Double-Face-Technik diese Borte webe. Borten in der Double-Face-Technik haben den Vorteil, dass man sie von beiden Seiten verwenden kann. Und die eine Seite ist das Spiegelbild der anderen Seite. Das bedeutet, die hellere Farbe ist auf der anderen Seite die dunklere Farbe und andersrum. Alle anderen Techniken im Brettchenweben haben eine Vorder- und eine Rückseite. Die Double-Face-Technik eignet sich am besten für eckige Muster oder Muster mit ganz leichten Rundungen. Einen kompletten Kreis bekommt man im Double-Face sehr selten wirklich zu einem Kreis und er wird eher ein Oval. Die Double-Face-Technik ist die einfachste Technik, um seine Muster zum ersten Mal selber zu schreiben und in eine Borte zu bringen. Ich benutze Kästchenpapier und dort, wo ich das Muster haben möchte, male ich die Kästchen aus und jedes Kästchen steht für zwei Brettchen. Die Technik erkläre ich an einem Webbrief von meiner Freundin Caro. Die hat Drachen, Boote und Wellen in einen Double-Face-Webbrief gepackt und diesen darf ich jetzt nutzen und daran erklären, wie ich das Double-Face webe. In der Double-Face-Technik webe ich nur mit zwei Farben. Auf dem Webbrief ist das mit hell und dunkel gekennzeichnet. Mein Double-Face-Muster spanne ich immer zweifarbig auf. Eine obere Hintergrundfarbe, die die Musterfarbe auf der anderen Seite ist, und eine obere Musterfarbe, die die Hintergrundfarbe auf der anderen Seite ist. In dem Fall ist jetzt gerade meine Musterfarbe hinten. Bedeutet, ich habe die komplett bei allen Brettchen hier zweimal meine Hintergrundfarbe und hier meine Musterfarbe. Meine Brettchen sind abwechselnd S und Z geschert. Bedeutet, einmal geht das Brettchen so und einmal geht das Brettchen so und dann wieder so und dann wieder so, abwechselnd S und Z. Das hier sind meine Randbrettchen, die sind komplett einfarbig, also ich habe viermal hier das Grün drin, ich habe viermal das Rot drin und viermal das Grün drin. Wie man seinen Rand haben möchte, muss aber jeder für sich selber wissen, ob er einen Rand haben möchte. Ich finde es selber schöner und ich finde es so abwechselnd beim Double Face schöner, weil du dann auf beiden Seiten einen Rand hast. Das ist mein Webbrief. Ich lege den genauso vor mich hin. Ich habe hier als weiß den Hintergrund und ich habe hier schwarz die Schattenzeichnung des Drachenbootes und hier der Wellen. Jede Reihe steht für zwei Drehungen und jedes Kästchen steht für ein Brettchen. Ich habe mein Muster hier nun fertig und möchte jetzt meinen Hintergrund weben. Für den Hintergrund webe ich immer zweimal vorwärts, zweimal rückwärts, zweimal vorwärts, zweimal rückwärts. Meine beiden Hintergrundfarben befinden sich in dem Moment in den hinteren Brettchen. Das bedeutet, dass ich zweimal rückwärts webe, um sie wieder in die vordere Brettchen zu kriegen. Das mache ich 10-mal. Weil ich 5 Reihen weben soll und eine Reihe sind immer 2 Drehungen. Zwischendrin immer den Schussfaden einziehen. Und meine Randbrettchen drehe ich grundsätzlich immer vorwärts. Warum das so ist, das habe ich in einem anderen Video erklärt mit meinen 6 Tipps. Jetzt habe ich zweimal vorwärts gedreht. Jetzt drehe ich wieder zweimal rückwärts. Jetzt habe ich genug Hintergrund gewebt, habe hier meine 10 Reihen gewebt. Und jetzt möchte ich das Drachenboot weben. Dafür teile ich meine Brettchen in 2 Stapel auf. Einmal den Hintergrund und das Muster. Mir sagt es jetzt hier, dass ich 4, 8, 12, 15 Brettchen im Hintergrund webe. Also 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Da ja jedes Kästchen für ein Brettchen steht,
Dann habe ich drei Brettchen im Musterteil und der Rest ist wieder Hintergrund. Um mein Rot oben zu behalten, muss ich meine Hintergrundbrettchen muss ich vorwärts drehen. Und meine Musterbrettchen drehe ich genau andersrum. Meine Randbrettchen drehe ich eh immer vorwärts. Das Ganze mache ich wieder zweimal. Und dann geht es in die nächste Reihe. In der nächsten Reihe habe ich rechts und links jeweils ein Brettchen mehr. Und um hier wieder in der Farbe zu bleiben, gehe ich hier jeweils in den Musterbrettchen vorwärts, während ich hier jetzt rückwärts gehe. Das mache ich auch wieder zweimal. Dasselbe mache ich Reihe für Reihe mit meinem Webbrief. Man sieht im Double Face sofort, wenn man einen Fehler gemacht hat, da dadurch einfach an der Stelle ein Faden zu sehen ist, der eigentlich im Muster nicht zu sehen sein sollte. Und wenn man mit dem Muster fertig ist und wieder den Hintergrund weben will, macht man alles wieder zu einem Stapel. Ich verwende die Double Face Technik am liebsten für Gitarrengurte oder verspielte Taschen oder Taschengurte. Da ich kein Negativ habe und egal wie der Gurt oder die Tasche liegt, beide Seiten schön aussehen. Hier zeige ich nochmal die Eigenschaft vom Double Face und zwar habe ich das Muster, was ich hier gewebt habe, auch genauso auf der anderen Seite nur gespiegelt. Das Ganze habe ich zum Beispiel auch hier beim Gitarrengurt, den ich gewebt habe. Natürlich ist die Schrift dann auf der Rückseite gespiegelt, aber ich habe hier zum Beispiel Einhörner gewebt und die sind das Gegenteil von der anderen Seite. Das war's von mir. Das war die Double Face Technik. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es mir in die Kommentare. Schreib mir eine Nachricht bei Facebook, bei Instagram. Hier kannst du mich abonnieren und da findest du noch zwei andere Videos von mir. Tschüss!